drifting through the darkness. Looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away. Trying to keep our heads above the waves. Are we gonna sink like Titanic? Our problems feel gigantic, like falling apart into a cold ocean. Dauert das immer so lange? Ist okay bei dir? Das ist doch mal ganz entspannt. Ja, dann mach doch mal. Ist doch noch Zeit. So, Abfahrt. Herzlich willkommen zum Saisonstart 2021. Schön, dass du da bist. Corona und die damit verbundenen Reiseeinschränkungen bestimmen unser Leben. Wie ihr wisst, sind Motorradtouren zurzeit nur begrenzt möglich. Ich konzentriere mich gezwungenermaßen daher vorerst auf Mikrotouren, auf Touren ohne Übernachtung, aber mit Highlights. Eines dieser Highlights ist der TET, auch TET genannt, der Trans-Euro-Trail. Und während ich auf dem Weg zum Treffpunkt zu Marco in Schwedt bin, was gut 2 Stunden dauert, erzähle ich euch etwas über den TED. Viele von euch werden den TED kennen, denn wer sich für Offroad-Fahren interessiert, der wird schon mal von ihm gehört haben. Der TED selbst ist gute 51.000 Kilometer lang und ist in 2 große Abschnitte eingeteilt. Der Westen mit 11 Ländern, wie zum Beispiel Schweden, Norwegen, Dänemark und Deutschland, und der Osten mit insgesamt 10 Ländern, wie unter anderem die baltischen Staaten, Finnland, Italien und der Balkan. Und der Trail an sich besteht aus vielen Offroad-Passagen, die man nach den jeweiligen Landesgesetzen und Vorschriften offiziell und legal befahren darf. Es gibt einen Verhaltenskodex, an den ihr euch dringend halten solltet. Erstens, respektiert die Wege. Zweitens, respektiert bei eurer Durchreise die ländlichen Gemeinschaften. Und drittens, respektiert die Umwelt. Kurzum, seid ihr durchgefahren, sorgt dafür, dass nichts erkennbar ist, dass ihr da wart. Aber ich glaube, was noch viel interessanter ist, wo finde ich denn eigentlich die TED? Und vor allem, wie plane ich die Tour? Sicher hat der ein oder andere von euch eine eigene Planung oder hat weitere Erfahrung damit gesammelt. Falls ja, dann ab in die Kommentare damit. Ich möchte euch hier kurz meine Vorgehensweise zeigen. Seht meine Infos und meine Tipps als Hilfe und nicht als die in Anführungsstrichen perfekte Planung. Ich behaupte mal, kein Planungsprofi zu sein, habe aber in den letzten Jahren das ein oder andere beim Touren bereits gelernt. So, und nun zur ersten Frage. Wo bekomme ich die GPX her? Ruft dazu einfach die Website www.transeurotrail.org auf, wähle das Land aus, was du fahren willst, klicke auf Download GPX Track, liest dir die Informationen mindestens 3 Mal durch und bestätige mit I agree. Und zack, die Datei benannt und im Ordner deiner Wahl abgespeichert. Die heruntergeladene GPX-Datei an sich ist ein sogenannter Track. Ein Track bedeutet Spur und dieser entsteht durch die Aufzeichnung einer Tour. Quasi wie eine Brotkrümelspur erfasst das Outdoor-GPS-Gerät in bestimmten Abschnitten, entweder zeitlich oder die Entfernung, die Koordinaten deiner Position. Durch die Bewegung entsteht ein Track, der den Verlauf der Tour nachbildet. Eine Route wiederum hat sogenannte Wegpunkte, sprich, ich fahre von A nach B und die Software berechnet, wo ich lang muss. Hast du kein Offroad-Kartenmaterial in deiner Software, navigiert dich dein schlaues Navi auf in der Software hinterlegte befestigte Straßen. Auf gut Deutsch, mit Google Maps oder Kalimoto kommst du hier meines Wissens nach nicht weiter. Falls doch, schreib's in die Kommentare. Also, schau in deinem Navi, ob es Offroad-Kartenmaterial hat oder nicht.
Mein TomTom 550 zum Beispiel hat es leider nicht. Von daher nutze ich es bei dieser Tour nur als Tracking. Zum Abfahren des Tracks nutze ich diesmal die kostenlose Handy-Navigation OSM, die OpenStreetMap. Ja, und was ganz cool ist an der Software und an dem Track, ihr seht hier sogenannte Highlights, die kleinen Sternchen, die euch zeigen, wo besondere Aussichten sind, besondere Landschaften oder auch Sitzmöglichkeiten, wo ihr ganz entspannt Pausen planen könnt. Eine klasse App mit tollen Karten, verfügbar für Android und Apple und vor allem kostenlos. Oh, 2 Stunden schon um, dann geht's jetzt mal langsam los. Unsere Mission lautet, einmal den TED Brandenburg durchfahren. Von Schwedt nach Wokul an der Grenze zu MacPom. Entspannt, ohne Hast, aber mit Rast. Wir starten unsere Tour am östlichsten Punkt des TED in Deutschland, am Grenzübergang Schwedt an der Landesgrenze zu Polen. Die Strecke führt unter anderem durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin mit einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Mitteleuropas, aufgenommen in die UNESCO-Welt-Naturerbeliste. Siehst du, und jetzt stehe ich mal rechts. Stellen wir uns hier in der Sonne dann, oder? Jo! Ist da was zum Sitzen? Oh, ich bin so steif. Oh, das ist so kalt. So. Du hast einen Blinker noch an. Strom sparen. So. Ach ja. Was kostet hier der Super? 1,50,9. Ja, fast so günstig wie in Tschechien, wa? Nachmittags ist günstiger. Lass uns warten. Ja, irgendwann stellen Sie ja mal um. Geh mal hin, frag mal. Wollen wir noch einen Croissant mitnehmen oder irgendwas? Von mir aus. Ich sehe den Ladebalken bei dir. Futter für Nummer 2. Ist ganz cool, wenn du den Kopf stillhältst, dann hat das Schnittprogramm beim Tracking einfacher. Ach so. Ey, du läufst unten raus, Thomas. Du läufst unten raus. Ja. Du musst doch mal voll sein. Im Auffangbehälter. Jetzt. Bing, 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 bing. Oh, Scheiße. War das überhaupt super? Ja. So, jetzt. Soll ich jetzt Maske aufsetzen oder soll ich jetzt Maske aufsetzen? Ja, probier doch einfach mal so. Ja, ich probier mal so. Mach doch die Maske jetzt quasi vor den Helm, vor das Visier. Genau. Also ich hätte ja einen Kaffee und Schokokroissant. Schnurz. Kaffee siehst du da, guck mal da an der Theke. Welche Nummer? Ja. 4. Ja, guck mal da an der Theke. Hi. Die 4. Dann nehme ich 2 Kaffee dazu. Normale Größe reicht. Mit Milch, bitte. Ein Kaffee mit Milch, sagt er gerade. Aber Hafer-Biomilch, bitte. Sag mal bitte Hafer-Biomilch. Hafer-Biomilch, sagt er, haben sie aber nicht. Bitte? Kannst du mal bitte... Er spricht so laut, ich höre sie nicht. Nochmal bitte? Ja, genau. Ich stelle den gleich auf stumm. Den Sack. Sag mal, sie hat schöne Augen. Ich hab schöne Augen. So. Was wolltest du jetzt noch? Ein Croissant. Schoko. Ein Schoko-Croissant. Ja. Dann nehmen wir noch 2 Schoko-Croissant.
Was kostet die Welt? Ach, ich hab's wirklich. Ich spende, ich lade dich ein, Thomas. Frag mal, ob du ihre Telefonnummer kriegst. Kriegst leider auf den Sack. Hey, sag mal. Hat er gemacht? Ja, Zahlung erfolgt. Also ihr macht das ja sehr elegant, ne? Also das ist ja... ist aus dem gekonnt. So. Das musst du aber zensieren dann. Genau. Also wir sind hier im Schnee bei Edgen. Marco, kannst du mal bitte kurz leise sein? Ich verstehe nicht. Ja, der kann weg, danke. Da quatscht mir die Ohren voll hier. Oh, 2 Cent. Rabatt. Kommen wir nochmal her? Ja, danke. Schokolade noch mit dazu. Mhm. Ja, bestimmt, weil du so ein Netter bist. Der eine oder andere wird sich auch fragen, brauche ich für den TED einen Offroad-Reifen? Puh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich sag mal ja, es ist vorteilhaft, aber es muss nicht sein. Ich selbst bin mit dem Reifen Heidenau KC60 Scout unterwegs, ein Allround-Enduro-Reifen, und Marco fährt mit dem Bridgestone Badlegs Adventure. Natürlich kommt es auf das Land, die Strecke und das Wetter an. Davon ist der Zustand der Strecke abhängig. Wir selbst hatten tatsächlich keine Herausforderung mit dem Belag oder der Schwierigkeit. Die Fahrbahn an sich war sauber, nicht feucht oder muttrig. Zwar teilweise sandig, aber fahrtechnisch leicht machbar. Von daher, falls du überlegst, den TED zu fahren, meine Empfehlung: machen. Ich möchte euch auch nicht mit gleichförmigen Fahraufnahmen langweilen, aber natürlich möchte ich euch einen Eindruck des Streckenzustands geben. Was ihr hier gerade seht, ist ein typischer Teilabschnitt des TET in Brandenburg. So sieht der TED sehr häufig aus. Es gibt aber auch Abwechslungen mit gut ausgebauten Straßen, zumeist sind das kleine Landstraßen. Wir machen ein kleines Päuschen. Wir wollen den Hobo nutzen und uns ein schnelles und leckeres Gericht zubereiten. Einen Grünkernburger. Hört sich erstmal komisch an, aber der Grünkernburger an sich wird mit Wasser angemischt. Das Pulver lässt sich leicht und tourengerecht in einer Tüte verstauen. Talk for hours and never slept. Öl in die Pfanne. Burgermasse rein und lecker angebraten. We watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Dazu gibt es frische Zwiebeln, Tomaten, Gurke und Käse. Und dann lassen wir es uns schmecken und genießen noch die Ruhe. Thank you.
106 Kilometern Tet haben wir unser Ziel, das kleine mecklenburgische Dorf Bukul, erreicht. Ein kleines Resümee von uns. Der Tet macht tatsächlich Spaß. Er ist für Anfänger und auch für Fortgeschrittene geeignet. Ihr müsst halt nur bei der Planung den Trek abfahren. Plant daher um Gottes Willen keine Route und ihr werdet den Weg finden. Und denkt dran, Deutschland ist kein wildes Land mehr. Das heißt, ihr werdet mit Off- und On-Road-Strecken rechnen müssen. Uns hat die Tour und der Tag sehr großen Spaß gemacht. Wir wollen den Tet auf jeden Fall weiter erkunden. Wenn euch der Film gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und die Linke zum Gruße. Euer Thomas, der Motorradkunde. Ciao, ciao. So.